Sternkristalle umkreisen Amon und projizieren seine leeren Barriere. Am höchsten Punkt ihres Transits bewegen sie sich über festen Boden. Genau dann müssen wir sie zerstören. Okay. Willkommen zurück zur weiteren Folge. Teleportation. Untergang. Okay, wir spielen die Zerg. Oh yes, baby. Wie geht denn das nochmal? Königin. Keine Sagara, ich bin enttäuscht. Ach, hier ging das nochmal, genau. Zack. Der erste Kristall sollte bald für unsere Angriffe verwundbar sein. Meine Krieger werden in Kürze angreifen. Okay, dann warte ich sie noch. Ich würde gerne eine zweite Brutstätte mutieren lassen, um mehr Zerg zu bekommen. Komm schon, 300 brauchen wir. Wie geil ist bitte das Ende? Ich habe eigentlich schon fast... Ja, sehr schön. Ich bin dabei, Jungs. Lasst uns sehen, ob diese leeren Kristalle meiner neu gewonnenen Macht widerstehen können. Das ist Amons Werk. Er hat großen Einfluss hier in der Leere. Er wird uns auf Schritt und Tritt angreifen. Sahne. Mutalisten und den Ultralisten würde ich gerne haben. Fehlerbau brauche ich dafür, okay. Es sieht so aus, als taucht hier gerade ein Kristall auf. Meine Jungs werden sich darum kümmern. Oh, hier können wir noch eine zweite Basis bauen. Das werden wir noch machen. Los! Unsere Streitkräfte werden angegriffen.
unter deinen Kristallen verstecken, Amon. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Stellaglas wird meine Wunden heilen. Wer geht denn da jetzt hin? Ach, der geht da hin. Moin. Verdammt. Der Boden unter meinen Füßen bewegt sich. Das bedeutet bestimmt nichts Gutes. Amon hat gerade den Boden unter meiner Kommandozentrale aufgerissen. Wie sollen wir gegen so etwas kämpfen? Wir müssen mehrere Basen errichten, wenn wir Amons Angriffe überstehen wollen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle an der Reihe sind. Lass ihn nur kommen. Der Schwarm ist bereit. Wenn du das sagst. Ein weiterer Kristall wird uns bald passieren. Ich werde einige Krieger aussenden, um ihn abzufangen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ein leeren Kristall stattet uns wieder einen Besuch ab.
Raiders, helft dabei, ihn zu zerstören. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Bis da oben hin, das ist ja sehr übel. Oh, die machen ja mal gut platt. Na, jetzt wohl nicht mehr. Oh fuck. Ein leeren Kristall nähert sich meinem Nexuspunkt. Meine Streitkräfte befinden sich auf dem Weg zu ihm. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier natürlich noch Leute machen kann. Seismische Aktivität festgestellt. Es sieht so aus, als ob Amon meinen Nexuspunkt für seinen nächsten Angriff ausgewählt hat. Wirklich Schwarmstock. Seid auf der Hut, Kerrigan. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird er bald euren Schwarmcluster angreifen. Oh, Scheiße. Nein! Ach Mann, weil ich nicht aufpasse! Nein! Was ist denn hier los? Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Das ist alles... so ein Scheiß. Was, wo laufen die denn hin, verflucht? Und was macht ihr, Deppen? Ihr sollt da stehen bleiben. Oh, ich bin total überfordert, ey. Ich bin total überfordert. Zurück! Ich spüre, wie Amons Aufmerksamkeit sich auf meinen Schwarm richtet. Wir müssen unsere Basis evakuieren, bevor er angreift. Ich habe gerade mal 2 von 7. Ich glaube, ich kann die Mission schon wieder von vorne anfangen. Okay, fangen wir die Mission wieder von vorne an. Es tut mir leid, Leute, aber ich mache einfach... Jedes Mal muss ich mich wieder an die Völker dran gewöhnen, wie die zu spielen sind. Und... das ist echt ätzend.
Ich habe erstmal wieder eine halbe Stunde gebraucht, um zu gucken, wie, wo, was überhaupt herzustellen ist. Ich bin halt RTS-mäßig überhaupt nicht in StarCraft auf der Höhe. Aber gut, wir haben es ja auch mit den Terranern geschafft. So schwer kann das ja hier nicht sein. So gleich zum Schwarmstock ausbauen, das Ding. Die Ultralisten haben aber so schnell wie möglich. Die leeren Kristalle umkreisen Aaron und projizieren seine leere Barriere. Am höchsten Punkt ihres Transits bewegen sie sich über festen Boden. Genau dann müssen wir sie zerstören. So, du kannst dich einfach eigentlich auch schon mal hier hin bewegen. Der erste Kristall sollte bald für unsere Angriffe verwundbar sein. Meine Krieger werden in Kürze angreifen. Nur mach hin! Das ist fertig. Wie sieht es hier drüben aus? Der braucht noch ein bisschen. Oh, die greifen jetzt schon an, das ist gut, dann komme ich auch hin. Kristalle meiner neu gewonnenen Macht widerstehen können. Der erste Kristall wurde zerstört. Seine Barriere wird schwächer. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Aufgepasst. Es sieht so aus, als taucht hier gerade ein Kristall auf. Meine Jungs werden sich darum kümmern.
muss die Basis da mal zerstören. Stellaglas würde meine Wunden heilen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Verdammt! Der Boden unter meinen Füßen bewegt sich. Das bedeutet bestimmt nichts Gutes. Ach du Scheiße. Harmon hat gerade den Boden unter meiner Kommandozentrale aufgerissen. Wir sollen dir gegen so etwas kämpfen. Wir müssen mehrere Basen errichten, wenn wir Amons Angriffe überstehen wollen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir alle an der Reihe sind. Lass ihn nur kommen. Der Schwarm ist bereit. Ein weiterer Kristall wird uns bald passieren. Ich werde einige Krieger aussenden, um ihn abzufangen. Kann man so Dinge angreifen? Sind alleine.
Kristall stattet uns wieder einen Besuch ab. Raiders, helft dabei, ihn zu zerstören. Das war doch mal was. Ein leeren Kristall nähert sich meinem Nexuspunkt. Meine Streitkräfte befinden sich auf dem Weg zu ihm. Unbedingt mal ein paar mehr Overmines machen. Mal einen einzelnen. Seismische Aktivität festgestellt. Es sieht so aus, als ob Amon meinen Nexuspunkt für seinen nächsten Angriff ausgewählt hat. Seid auf der Hut, Kerrigan. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Amon bald euren Schwarmcluster angreifen. Was mache ich, wenn das wieder aktiv ist? Der hat wieder volle Lebensenergie. Oh Scheiße, da schnell hin. Oder komm, wo gehen die lang? Ja, die kommen jetzt hier lang. Scheiße. Schnell, 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 schnell. Ein weiterer Kristall befindet sich auf dem Weg zu mir.
Meine Männer werden ihn abfangen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nein! Wann haben die das denn kaputt gemacht? Verfluchte Scheiße! Oh, okay. Deswegen kriege ich auch keine Dings mehr. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Mehr Truppen bauen, das ist schon mal klar. Scheiße, Overlords. Oh mein Gott, ich bin total überfordert. BBFs, evakuiert die Kommandozentrale. Der ganze Bereich ist verloren. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Hier auch noch einen Baden. Ja.
Boah, ich bin tot. Ich habe gerade mal 2 von 7. Das ist echt eine schwierige Mission. Vor allem, weil du jedes Mal gleich abgeschnetzelt wirst. Ich muss warten, bis die Fähigkeit aktiv ist. Was ist denn das? Okay. Jetzt bin ich eingekesselt. Ja auch noch hin. Oh mein Gott, ich muss irgendwie versuchen. Ist denn ihre Fähigkeit wieder ready? Nein! 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 Oh fuck. Der Schwarmklasse. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nein! Oh nein! Oh, das ist ätzend. Bärsling könnte ich das eventuell schaffen. Aber ich bin total überfordert, Leute. Total überfordert. Oh, Scheiße. Komm, du willst mich doch wohl verarschen. Ach, das ist doch ein Witz langsam. Das ist echt ein Witz. Das dauert halt immer so ewig. Amon bereitet einen Angriff auf meinen Nexus vor. Seid wachsam, Kerrigan. Euer Schwarmcluster ist wahrscheinlich das nächste Ziel. No shit, Sir. Zumindest ist durchgebrochen, das ist gut. Oh, Ultralisten sind da. Sehr gut. Jetzt habe ich keine. Mehr.
Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Schon mal weg. Shit. Oh! Fuck. Oh mein Gott. Boah, fuck. Nicht schon wieder. Bewegt eure Ärsche, verflucht! Da oben können wir kriegen. Los, hinter. Oh, Schwein gehabt, dass das Ding hier noch am Leben ist. Bald erledigt sind. Alter, das blöde Ding geht mir also richtig auf die Eier.
dafür leiden. Fick dich, Mann. Ich bin so angespannt, das glaubt man gar nicht. Wann kommt denn der nächste? Meine Kommandozentrale macht das nicht mehr lange mit. Sarah, uns läuft die Zeit davon! Ja, ich weiß ja! Das brauchst du mir nicht zu sagen! Hier aus. Ich könnte es wieder einsetzen, so ist es nicht. Okay, hoch mit uns. Los geht's. Schaffen sie den noch? Nee, den haben sie noch nicht mal angekratzt. Sehr schön. Nein! Ja, zu dem kommen wir aber nicht hin. Nee, da gibt's keinen Zugang. Nach unten, Zeugs. Wie soll man denn da hinkommen, bitte? Nur mit Flugeinheiten, was? Okay, wir schauen jetzt einfach mal, was Jim macht. Amon konzentriert sich auf meinen letzten Nexus. Krieger, evakuiert ihn, bevor er auseinandergerissen wird.
unserer Kämpfe, all unserer Bemühungen dienen keinem Zweck. Wir leiden und sterben, um in Vergessenheit zu geraten. Ja, ich glaube, ich war zu langsam. Mir fehlen 3 Stück und den letzten bekomme ich überhaupt nicht. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Fähigkeit einsetzen, ist das Gute. Ich greife gerade meinen letzten Schwarmcluster vor. Wenn er fällt, bleiben mir nur noch meine Armeen. Okay, jetzt rüsten wir uns zum letzten Angriff. 2 Stück haben wir noch übrig, vielleicht schaffe ich das noch. Wo sieht man denn, wann der nächste kommt? Mach den aber kaputt, aber sowas von schnell. Los! Ja, steht doch wieder genau alle drin, ihr Deppen. Oh.
Weg da! Gott sei Dank, ey. Oh, das ist der vorletzte da unten. Sehr schön. Los, ab hinter. Ich sehe dein wahres Ich, Kerrigan. Du bist keine Streiterin des Lichts. Mörderin. Heuchlerin. Fick dich einfach weg, Junge. Los, der letzte Kristall, haben wir es geschafft. Boah, ey. Oh, ich hab Kopfschmerzen. Bildlich gesprochen. Natürlich hab ich jetzt gerade keine Kopfschmerzen, aber meine Güte. Komm, der letzte Kristall in Hammers. Was für ein Gemetzel. Es ist aus, Amon. Du bist lediglich das Produkt eines fehlerhaften Zyklus. Während deiner gesamten Existenz wurdest du nur benutzt. Du weißt gar nichts über mich. Mir sind der unendliche Zyklus der Xel'naga und deine Lügen egal. Nein. Ich wähle etwas anderes. Ich wähle Freiheit. Für uns alle. Zwei Jahre später. Heute jährt sich zum dritten Mal der Sturz des Regimes von Arcturus Mengsk. Zum Gedenken hielt Imperator Valerian Mengsk eine monumentale Feier im Regierungsbezirk von Augustgrad ab, bei der er eine neue Ära des Friedens und Wohlstands für die Terranische Liga ausrief. Auf den Stufen des Senats bekräftigte Admiral Matthew Horner erneut, dass das Militär voll und ganz hinter der neuen Regierung stehe. Und brachte seinen Optimismus bezüglich der jüngsten Friedensverhandlungen mit den Vereinigten Staaten. Herzen und Gedanken gewinnen. Das waren immer deine Worte. Weißt du was, Matt? Am Ende wirst noch du diesen traurigen Haufen anführen. Ich habe einen Pakt mit dem Teufel, Jimmy. Doch ein Funken Hoffnung bleibt. Ihr werdet ihr Leben. Bist du soweit, Cowboy? Lass uns hier verschwinden. Verdammt. Wurde aber auch Zeit. What? James Wanner wurde nie wieder gesehen. Man fand lediglich seine Dienstmarke in Joe Ray's Bar auf Marsara. Unter der besonnenen Führung von Imperator Valerian Mengs und Admiral Matthew Horner tritt die Liga in eine Ära des Wohlstands und des Friedens ein. Die Zerg erheben unter Führung ihrer neuen Königin Sagara gewaltsam Anspruch auf die Systeme, die Schar umgeben. Ach, Sagara.
Hochlord Alarak lehnte eine Allianz mit dem vereinten Protoss ab und verlässt mit seinem Volk Ayur, um eine eigene Heimatwelt zu gründen. Jeder Tal'Darim, der seiner Entscheidung widerspricht, erhält eine einmalige Gelegenheit, sich den Templern anzuschließen. War klar, dass Alarak da nicht mitmacht, blödes Saudi. Wissenschaftler haben ein merkwürdiges Wiederaufblühen von Leben vormals toten Planeten des Kopolo-Sektors beobachten können. Der Grund für diese weitreichende Veränderung ist unbekannt. Das war Legacy of the Void! StarCraft 2 durchgespielt. Die Trilogie ist vollendet. StarCraft 2, das StarCraft-Universum wird ja irgendwie mit DLCs, denke ich mal, weiterhin belebt werden. Aber ich könnte mir jetzt nicht großartig vorstellen, was RTS-mäßig noch erzählt werden sollte. Amon ist tot und letztendlich war er dann doch einer der Zelnager. Also hat sich letztendlich dann doch alles irgendwie aufgeklärt. Ich glaube, Ist ein klasse Spiel, da muss man nicht drüber reden. Ist ein richtig, richtig tolles Spiel geworden. Aber wenn ich das so vergleiche mit den anderen beiden Teilen, mit Heart of the Swarm und Wings of Liberty, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich Wings of Liberty das Beste der drei Teile finde, weil es von der Dramatik her einfach extrem cool war. Die Zwischensequenzen haben da einfach, haben hier auch gut gepasst, aber die waren von der Dramaturgie in Wings of Liberty einfach besser, wie ich finde. Trotzdem, Legacy of the Void, ich muss so sagen, Folge 20, 21 rum, wo wir auf Ayur waren und die Mission da gemacht haben gegen Amons Würzkörper, da dachte ich mir einen kurzen Moment, Mann, ist das ein lahmes Ende. Und der Epilog hat das echt nochmal rausgerissen. Meine Güte, war das Ende geil. Das Ende war richtig gut. Hat mir eine Menge Spaß bereitet, das Ende, auch wenn es ganz schön knapp war. Zwischendurch ein bisschen Herzrasen gehabt, weil ich doch relativ großer Vollidiot bin, was RTS angeht. Aber ich denke, ich habe mich gegen Ende dann doch ganz gut geschlagen. Und ich kann nur jeden empfehlen, auch wenn ihr RTS Echtzeitstrategie Kacke findet, versucht es. Für die Geschichte, die hier hinter steht mit StarCraft 2, da gibt's in dem Genre überhaupt nichts Vergleichbares. Nichts, was annähernd in dem Storybereich oder auch von der Gameplay-Mechanik irgendwie an StarCraft 2 heranreicht. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Es gibt einfach, das Genre ist tot. Das kann man eigentlich so sagen. Ich bin gespannt, was das RTS-Team jetzt macht bei Blizzard. Ob sie vielleicht doch ein Warcraft 4 machen? Wer weiß das schon. Viele Fans wünschen sich das ja. Ich hätte auch nichts gegen ein Warcraft 4. Aber was für ein schönes Ende. Also da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich denke, jetzt kann man nur spekulieren, was da passiert. Ist es wirklich irgendwie Sarah wiedergekommen? Oder ist Jim einfach tot?
sind alles Spekulationen. Vielleicht wird das ja noch aufgeklärt in den DLCs, die noch kommen werden. Sie haben ja gesagt, dass sie die StarCraft 2-Geschichte weitererzählen möchten. Novas Geheimmission ist ja ein Teil davon. Und jetzt habe ich ganz schön lange gemacht, aber ich habe es nicht bereut. Ein schönes Spiel. Echt ein tolles Spiel. Und an der Stelle möchte ich mich auch gerne nochmal bei dem freundlichen User bedanken, der in den Kommentaren von StarCraft 2 mir immer hilfreiche Tipps gegeben hat, die ich auch mal gelesen habe. Ich hoffe, du schaust dir auch dieses Video wieder an. Danke, dass du mir dabei geholfen hast, ein bisschen auch die Geschichte zu verstehen, gerade wer Phoenix war, was mit Tassa da und so weiter passiert ist. Ich habe ja, wie gesagt, StarCraft 1 nie gespielt. Ja, cool. Ich habe erstmal genug von RTS, von Echtzeitstrategie. Das hängt mir zum Hals raus. Ich habe schon ein paar Ideen, wie es weitergeht. Viel zu sagen gibt es jetzt nicht mehr zu StarCraft 2. Ich habe ja, glaube ich, schon gesagt, dass es ein cooles Spiel war, und was mich genau gestört hat, habe ich auch schon gesagt. Ich fand es ein bisschen schade, dass keine Entscheidungen da waren. Aber muss man auch nicht in jedem Spiel unterbringen. Aber echt cool. Besonders das Finale war echt geil. Vor allem, dass sich dann letztendlich dann doch der Kreis irgendwie geschlossen hat und man doch irgendwie ja, dann hinterher doch wusste, was das eigentlich alles ist, wer Amon ist. Amon ist ja jetzt tot. Der war also, wenn man sich das genau überlegt, der war auch an Xel'Naga, hat auch diesen Aufstieg, ist aufgestiegen zum Xel'Naga. Man kann jetzt nur darüber vermuten, was er da, oder spekulieren, was er da für ein Volk war. Er muss ja auch einer derjenigen gewesen sein, der diese Vermischung von den beiden Spezies in sich getragen hatte. Aber irgendwie war der nicht damit einverstanden. Der hat das irgendwie scheiße gefunden. Er war aber jemand, der dem Protoss dann geholfen hat. Und als er dann gemerkt hat, ey, scheiße, die wenden sich ja eigentlich gegen dich, wollte er Rache und hat dann die Zerg erschaffen. Oder nein, die Zerg waren ja schon da. So ist ja nicht. Ach, ich krieg's nicht mal zustande. Wenn ihr das genauer wisst, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Würde mich echt mal interessieren. Ansonsten werde ich dieses komische Internet wieder befragen. Aber echt coole Geschichte. Ja, um nochmal zurückzukommen, wie geht's jetzt weiter? Ich habe ein paar coole Early Access Spiele im Visier, die ich gerne mal eine Woche lang vorstellen möchte. Also sieben Folgen lang euch mal vorstellen möchte, was das genau ist. Ansonsten habe ich schon eigentlich nur noch ein einziges Spiel, auf das ich mich wirklich, 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 wirklich sehr, 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 sehr freue. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht zwischendurch noch Deus Ex Human Revolutions spielen soll. Aber bei Deus Ex Mankind Divide, ja auch bald kommt, aber ich weiß nicht, hab mich denn doch dagegen entschieden. Es gibt so viele Spiele, die ich gerne spielen will, aber es gibt momentan nur eines, auf das ich mich wirklich sehr freue. Aber dazu vielleicht ein andermal, später mehr. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie viele Folgen das geworden sind, und ich glaube, kommt eine Post-Credit-Scene. Können wir mal gucken. Thank you.
meisten Spielen ist es ja so, dass es am Ende noch eine, irgendwas zu sehen gibt. Aber ich glaube, Blizzard hat da noch nie irgendwie was dazu gemacht. Story und Franchise Development. Schade, dass niemals Nova StarCraft Ghost erschienen ist. So ein Shooter im StarCraft-Universum, wäre mal cooler, dann Horrorspiel im StarCraft-Universum. Ach, das ist nochmal ein schönes Bild. Den ganzen Loading-Screens. Na, das sieht doch nach dem Ende aus. Nichts mehr. Amon wurde endlich besiegt. Kerrigan wurde zu einer Zell Naga und beendete den ewigen Kreislauf. Die Bewohner des Kopolo-Sektors konzentrieren sich nun auf den Wiederaufbau und machen das Beste aus Kerrigans lohnenden Opfer. Ganze Reiche fielen, Welten wurden zerschlagen und selbst Götter wurden getötet. Und durch all dies führten tapfere Kommandanten ihre Streitkräfte zum Sieg, um den Frieden und die Freiheit ihrer Völker sicherzustellen. Die epische Saga von StarCraft 2 hat einen Abschluss gefunden. Vielen Dank fürs Spielen. Ich danke auch, dass ich dieses Spiel spielen durfte, Blizzard, und dass ihr dieses Spiel gemacht habt. War cool, ich habe es nicht bereut und ist für mich auf jeden Fall eine tolle Erfahrung gewesen, dieses Spiel mitzuerleben. Gerade im Hinblick, als das angekündigt wurde, StarCraft 2 Wings of Liberty, habe ich noch gute Erinnerungen dran. Und ja, mal gucken, wie gesagt, was das RTS-Thema als nächstes macht. Ich habe, wie schon erwähnt, ein paar Early Access-Spiele im Visier, die ich euch gerne mal vorstellen möchte. Einfach, weil ich da Bock drauf habe und weil ich da schon lange ein paar Augen drauf gerichtet habe. Steam ist ja gerne eine Plattform, wo Leute per Greenlight ihre Spiele vorstellen können. Auch das würde ich gerne mal mit meinen Projekten machen, aber es ist alles eine Frage der Zeit. Ich hoffe, dass ich im April endlich mal wieder was Neues vorzeigen kann von meinem Spiel. Aber im Moment ist es alles ein wenig schwierig. Ja, ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt, warum auch immer. Und ich würde sagen, ich beende das hiermit an dieser Stelle und dann sehen wir uns ja zu einem anderen Let's Play wieder. Ciao!